Hallo Wander- und Outdoor-Fans, ihr seid herzlich willkommen bei einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, wir sind heute in Feldenz an der Mosel und wollen den Graf-Georg-Johannes-Weg gehen. Ich kann es mir nicht merken, deswegen muss ich gucken. Und ganz praktisch, das habe ich bisher noch nie erlebt auf einer Wanderstrecke, hier gibt es eine Tafel und daneben so ein kleines Kästchen mit diesen Flyern. Da ist der Weg erklärt und eine kleine Karte drin. Sowas finde ich super gut zum Mitnehmen, weiß man immer, wo man ist. Ja, und wir starten die Tour hier im schönen Ortchen Feldens. Und einen kleinen Tipp, wenn ihr den Parkplatz sucht, hier hinterm Rathaus, direkt hier 5 Meter weiter vom Startpunkt, da ist ja der Parkplatz. Und wenn ihr Lust auf eine Wanderung habt, dann kommt mit. Ich glaube, wir haben eben noch ganz vergessen zu sagen, dass es sich hierbei um einen Moselsteig-Seitensprung handelt. Genau, und der ist 14,2 Kilometer lang ungefähr. Mal gucken, wie viel es dann wirklich ist, weil die Seitensprünge ja meistens gefühlt ein bisschen länger und auch recht anstrengend sind. Das stimmt. Ja, die Fernsicht hier, die ist echt phänomenal. Leider seht ihr das jetzt gar nicht so schön, wie wir das hier sehen können in die Tiefe. Also man kann echt kilometerweit sehen. Und noch vielen Dank an den Udo, der uns die Tour empfohlen hat. Schöne Grüße an dich. Du schaust ja auch immer schön zu. Und wir gehen mal weiter. Mal sehen, was die Tour noch so bringt. Bisher einwandfrei. Ja.
Ja, wenn ihr jetzt hier diese Anordnung der Steine mal seht, hier auf der Tour, geht auch hier hinter runter. Da sitzt Eva. Hallo. Und hier wieder hoch. Das ist auch so ein keltischer Ringwall. So einen ähnlichen Ringwall habe ich euch schon mal gezeigt bei der Wanderung auf der Traumschleife bei Otzenhausen. Spannt ihr einfach mal hier oben ein. Und ja, diese keltischen Ringwälle, ganz typisch, das waren Verteidigungsmauern der Kelten. Hier gerade bei uns in der Region hat der Stamm der Treverer, die ja mehr oder weniger später dann nach Trier gegangen sind, nachdem ihre Siedlungen hier zerstört wurden. Die kommen eigentlich hier oben aus dem Hunsrück-Gegend. Und ja, immer noch beeindruckend, dass von diesen Steinwällen, die waren teilweise 5 Meter hoch, dass man die immer noch sieht nach so 400 Jahren. Bisher auch eine sehr schöne Tour, oder was sagst du, Eva? Ja, total schön, absolut empfehlenswert. Ja. Ihr habt jetzt schon in ein paar Panoramen hier die schöne Burg Feldens gesehen. War eine der größten Burgen der Mittelmosel, wurde so um 1130 erbaut, also der Grundbau, und wurde dann immer mal wieder umgebaut, erweitert. Ist dann auch irgendwann von den Franzosen, meine ich, zerstört worden. Und ja, ist heute Schloss Feldens, also wurde danach scheinbar nochmal aufgebaut. Man sieht jetzt so einen kleinen Querbau, praktisch der noch intakt ist, und hinten vorne Ruine von der alten Burg. Aber ein echt schönes, ja, eine echt schöne Burg. Hier ganz verlassen im Tal. Wie eine gelähmte Schlange. Ja, das war mal wieder ein Hindernislauf à la Eva. Also irgendwie mit so Hindernissen, Bachläufen, Baumstämmen habe ich es nicht so. Und Sebastian kann das wesentlich besser. Naja, so habt ihr wenigstens was zu lachen.
Ja, wir sind so gut wie zurück in Veldenz. War eine sehr, sehr schöne Tour, oder Eva? Ja, wunderschön. Also wir haben jetzt schon einige Touren gesehen, aber das war mit Abstand einer der schönsten in der letzten Zeit. Und was die Tour für mich besonders schön gemacht hat oder besonders attraktiv, dass es alle paar Meter oder Kilometer so Punkte gab, die was Besonderes erzählt haben, wo man sich auch gut orientieren konnte. Das finde ich bei Wanderungen immer schön, wenn man ungefähr weiß, wo man ist. Genau, und man hat auch so ein bisschen ja, die Geschichte hier von dem ganzen Ort, von dem Burg und alles rundherum erzählt bekommen. War eine wirklich schöne Tour, war auch für mich persönlich die schönste Seitensprung, den wir bisher gegangen sind, also schönste Mosesteig-Seitensprung. Also wenn ihr mal hier in der Mitte Mose seid, lohnt sich wirklich hier in Veldenz die Runde zu laufen. Ja. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart, würden uns über ein paar Kommentare freuen. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss. We'll be right back.